Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Murdered Soul Suspect. Jawohl, wir sind hier jetzt mal stehen geblieben. Und ich hatte Glück, es hat tatsächlich gespeichert. So, und jetzt sind wir hier und müssen immer noch zur Patientin. Und ich bin sehr gespannt. Roman, hast du mich vergessen? Ja, hab ich. Hast du ein Problem damit? Okay, können wir mit ihr reden? Nö, wir müssen jetzt, glaube ich, hier einfach weiter. Und Poltergeist einmal aufmachen. Und einmal die Kamera. So, jetzt kann ich weiterkommen. Das machen wir natürlich. Schauen wir erstmal, ob wir hier vielleicht irgendwas Geheimnisvolles haben. Nö. Okay, weiter geht's. Zack. Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde raus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch. Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Okay, Iris sieht mich, ja. Und die ist ziemlich verrückt irgendwie. Iris kann mich sehen. Sie ist auch ein Medium. Ja, das ist sie wohl, aber die ist sehr verrückt. Finde heraus, dass Iris weiß. Die hat sehr viel Zeug an die Wand gemalt. Okay, Besitz ergreifen. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Es war ja klar, dass sie uns rausschmeißt. Stelle fest, was Iris über den Blockmörder weiß. Untersuche Iris Zimmer. Okay, 7 Hinweise brauchen wir. Umgekippt. Das hätte ich nicht gedacht. Umgekipptes Bett. Iris scheint im Moment sehr aufgewühlt zu sein. Die ist halt auch am Arsch. Die ist sehr verrückt. Okay, ansehen, was haben wir hier? Kunsttherapie. Stifte. Warum sollte sie ihr Stifte geben? Ist das irgendwie Teil ihrer Therapie? Das kann sein. Detail analysieren. Er hängt. Geköpft. Glocke. Glocke, denke ich. War es, glaube ich. Ja, er hängt. Nein, geköpft. Glocke, wo ist er geköpft? Ah, da. Ah, da ist jemand, okay. Ich möchte gerne analysieren wieder. So, also. Glocke geköpft. Hä, nein. Also auf den. Ja, ich dachte schon, denn ich. Ich bin aus der Wand gegangen. Ich dachte schon, denn ich habe da nichts geköpft gesehen. Das habe ich irgendwie übersehen. Auf dem Scheiterhaufen. Scheiterhaufen verbrannt. Symbol im Sand. Das betrifft ein Glockenmord. Das Verbrennen eines Opfers auf dem Scheiterhaufen. Ja. So können wir das auch ansehen. Aufgewühlt. Gestörte Zeichnung.
Iris muss ihre inneren Dämonen mit dieser Zeichnungen ausdrücken. Ja, das scheint wohl so. Da war was. Hallo, ich möchte das Detail analysieren. Okay. Kämpfend zwei Mädchen. Verbunden. Okay, ja. Okay, gefesselte Zwillinge. Iris hat eine Zwillingsschwester. Ja, und die wurde wahrscheinlich vom Glockenmörder getötet. Kann ich mir vorstellen, Details analysieren. Sich zurückziehen, verspielt, gequält, gejagt, glücklich. Ich glaube, gejagt. Ja. Gequält, glücklich, verspielt. Gequält? Jawohl. Iris gefangen genommen. Iris wurde von ihrem Angreifer gefasst. Ja, noch einen Hinweis brauchen wir. Die Zelle ist nicht sonderlich groß, also sollte das nicht sehr schwer sein, noch einen Hinweis zu finden. Hier irgendwas? Nein. Das ist irgendwie doch nicht so leicht. Das ist aber klar, immer der... Der letzte Hinweis ist immer schwer, egal wie groß das Zimmer ist. Reden. Sind diese Dinger Kunsttherapie oder sowas? Macht nein, blau, blaue Augen, kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen, Wolfsaugen, blaue Starren. Okay, blaue Augen, wir haben den letzten Hinweis gefunden. Jemand mit blauen Augen verstörte Iris sehr. Ja, wahrscheinlich der Glockenmörder. Der hat wahrscheinlich zufällig seine Augen gesehen. So, Ermittlung abschließen. Alter. Das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Junges Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lass uns in Ruhe! Besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr, hilf ihr. Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit. Hör zu,
Willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit und suchst dir aus. Okay, verbrannt. Iris und ihre Schwester wurden vom Glockenmörder gefasst. Iris entkam, aber ihre Schwester verbrannte. Ja, die Arme. Aber jetzt habe ich es nicht ganz kapiert. Wer war das Geistdämon da, Ding? Und ich verstehe gerade gar nichts mehr, aber wir müssen die hier rausbringen. Okay, da leuchtet erstmal was. Zeitung, Zeitungsartikel Nummer 5. Lest es euch selber durch, denn ich habe keine Lust dazu. Okay, wir müssen die hier rausbekleiden. Besitz ergreifen. Ob ich mich je an die starrenden Augen gewöhnen kann. Okay, wir müssen ihn da irgendwie weglocken. Wo sind die? Laufen die irgendwo anders lang gerade? Ah nein, die sind da. Okay, wir müssen den da irgendwie weglocken. Was ist, wenn ich das aufmache? Nö, das juckt den nicht. Da hat noch was. Okay, das ist auch nur so ein Schalter. Hier. Oder? Jawohl. Das kommt schnell. Okay, wir haben es geschafft. Und wir betreten die Stadt. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit... Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Wo habe ich diesen Scheiterhaufen schon mal gesehen? Eine gute Frage. Was ist das? Gala-Einladung? Ist da ein Scheiterhaufen? Ich glaube, oder? Ja, oder? Ein Flyer der Gala im Historischen Museum Salems. Warum sollte der im Notizbuch ihrer Mutter sein? Ich habe keine Ahnung. Aber da ist ein Scheiterhaufen. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komme später nach. Geh. Gut. Komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Wir haben keine Ahnung. Finde die mögliche Glockenmörder-Überlebende in... Okay, untersuche die Gala auf Verbindungen zum Glockenmörder. Wie können der Glockenmörder oder seine Taten mit der Gala in Verbindung stehen? Untersuchung beginnen. Gala-Einladung untersuchen. Okay. Gala-Einladung untersuchen. Der Mord an Rose steht vielleicht mit der Ausstellungsstück im Museum in Verbindung. Das könnte sein, aber ich beende erstmal hier die Folge und wir sehen, was wir im historischen Museum Salems finden, was wir da für Hinweise finden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, ein Abo und einen Kommentar. Ja, dann bis zur nächsten Folge, euer Pando. Dann